Passiert was, wenn ich hier den berühre? Hörst du irgendwas? Nö, ne? Passiert nicht so. Und jetzt der Schnappschuss. Ja, dann also willkommen zum Vortrag Karten und Daten für mich, OpenStreetMap. Zu meiner Person, ich heiße Wolfgang Hinsch, wohne in Hamburg, bin Vermessungsingenieur und aktiv bei OSM seit etwa 2008. Hingekommen bin ich über einen Garmin mit einer Karte, die Installation war gewöhnungsbedürftig. Es war eine legal erworbene Karte von Garmin und es war so umständlich, die da reinzubringen, dass ich gesagt habe, muss das Besseres geben und das habe ich dann auch gefunden. Ich komme erstmal dazu, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was OpenStreetMap ist. Ich stelle das ganz kurz vor. Dann kommen wir zum eigentlichen Karten- und Datennutzen und zum Schluss auch, wie man selber noch ein bisschen was beitragen kann. Das Projekt hat etwa 2004 begonnen, wobei hat begonnen, indem sich derjenige geärgert hatte. Der wollte einen Anfahrplan für eine private Party machen und hat da Kartenanbieter abgefragt. Das war dermaßen teuer, dass er gesagt hat, das können wir selber. Begonnen hat es ursprünglich dann so, dass man nur GPS-Spuren mit GPS-Geräten aufgezeichnet hat, die hochgeladen hat. Da gab es auch schon ein Vorgängerprojekt, das genau das gleiche gemacht hat. Nur hier sind sie auf die Idee gekommen, dann die Straßen manuell da rein zu malen, also praktisch manuell die eigentlichen Straßen zu markieren und nicht die GPS-Spuren zu nehmen, weil GPS damals noch sehr ungenau war. Außerdem hat es den Vorteil, dass man die Straßen mehrfach abfahren kann und dann in der Mitte die Spuren malt. Es war damals das GPS-Signal noch künstlich verschlechtert, das muss man auch sagen, heute ist es wesentlich besser, weil die Verschlechterung rausgenommen wurde. Und es war schon sehr interessant. Später kamen dann Luftbilder dazu, etwa 2010 hat Microsoft im Dezember, meine ich, war das, wie so ein Weihnachtsgeschenk, seine Bing-Bilder für uns freigegeben. Da haben wir erstmal festgestellt, dass die chaotisch waren. Das hat man so gar nicht gesehen. Die haben unheimlich geschummelt, haben Meterversätze gehabt, immer so schön im Schatten, dass man es nicht sieht. Und wir haben da gemerkt und gesagt, das kann nicht sein. Inzwischen sind die auch wesentlich besser. Inzwischen haben wir auch Beiträge von Nutzern, beispielsweise Amazon nutzt OpenStreetMap, trägt auch Daten bei, die Deutsche Bahn. Da haben wir beispielsweise das gesamte Schienennetz weichen genau in ganz Deutschland. Wir sind die bessere Alternative, weil wir sind vollständiger als jedes andere Kartenwerk. Google fällt gegenüber uns ab, immer wenn es um kleinere Wege geht, da haben Sie vielleicht noch den Stadtpark, aber wenn es im Außenbereich ist, Niendorfer Gehege oder noch weiter draußen, Segeberger Forst oder so, da schneiden die völlig ab. Die amtlichen Karten haben zwar viele Daten, aber erstens sind sie veraltet. Eine amtliche Karte ist immer veraltet. Das hat mir ein Kartograf aus dem Amt erzählt. Der sagt, wir brauchen 2 Jahre, um unsere Karte zu veröffentlichen. In den 2 Jahren ist sie schon nicht mehr gültig. Bei uns dauert es 5 Minuten. Und es kommt etwas hinzu, die haben kein Personal, um die Karten vor Ort zu überprüfen. Es gibt beispielsweise Fälle, ich weiß es von einem Kollegen aus Lübeck, da ist eine Straße eingetragen worden, das war einfach ein Irrtum, da war nie eine Straße, das war ein Waldrand, den haben sie beim Digitalisieren der Straße genommen, ist bis heute so drin. Und bei uns der ganz große Vorteil ist, es gibt freien Zugriff auf die darunterliegenden Daten. Das kann sonst so kaum einer. Also bei Google haben sie überhaupt keine Chance, da bekommen sie die Zeichnung und damit gut. Bei uns, wir sind eigentlich kein Kartenanbieter, sondern ein Datenanbieter. Das muss man immer unterscheiden. Die Karten, die man von OpenStreetMap sieht, sind alle nicht vom Projekt OpenStreetMap, sondern aus der Umgebung des Projektes. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Deshalb sind die Karten auch alle unterschiedlich. In den Daten ist so viel drin, dass es auf keiner Karte darstellbar ist. Wie kann man das Ganze nutzen? Also eine Möglichkeit wäre im Schulunterricht, das wird noch, glaube ich, noch viel zu wenig gemacht, weil es auch viel zu wenige Leute wissen.
Da kann man eine ganze Menge machen. Dann gibt es fertige Karten im Web, die man nutzen kann. Man kann vorgefertigte Karten für eigene Anwendungen konfigurieren. Da komme ich auch gleich noch zu. Dann kann man Karten komplett selbst entwickeln, also völlig ohne Grundlage. Man kann einfach sagen, ich möchte die Karte jetzt völlig anders. Kann man alles machen. Und zur Navigation ist es natürlich auch nutzbar. OSM für den Schulunterricht. Also einmal ist es so, jetzt kommt es natürlich immer auf die Klassenstufe an. Man kann die eigene Umgebung erkunden. Das habe ich also beispielsweise festgestellt, als ich mit Mappen angefangen habe, dass bei uns ein paar hundert Meter von der Haustür eines der wichtigsten geologischen Bodendenkmäler in ganz Norddeutschland steht. Da sind wir sonst immer dran vorbeigefahren, ja, ein paar Bäume und was weiß ich. Ne? Und jetzt hat man plötzlich das erkundet und stellt solche Sachen fest. Dann kann man Kartenkunde einbauen, eben gerade weil wir auch so verschiedene Karten von der gleichen Gegend haben. Man kann Karten selbst erstellen. Einbindung von Sozialkunde, also beispielsweise Bevölkerungsdichte, Siedlungsstrukturen und ähnliches, dass man abgreifen kann. Dann kann man Informatik einbinden, das ist ein ganz großes Thema. Da gibt es sehr viel, beispielsweise Datenbanktechnik und jede Menge von beispielsweise auch Webanwendungen. Da kann man also eine Menge machen. Und dann Koordinatensysteme und Projektionen, da gehe ich hier jetzt nicht drauf ein, aber das Problem ist eben, dass die Erde nicht platt ist, wie man früher gedacht hat, sondern eine Kugel, mehr oder weniger, oder eine Kartoffel oder wie immer man das nennen will. Und deshalb mit Projektionen versucht wird, das Ganze irgendwie auf ein Blatt Papier zu bekommen. Da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze, das ist noch ein eigener Vortrag. Ich fange mal an mit der Grundkarte. Das ist unsere Homepage sozusagen. So ein bisschen inoffiziell, jetzt wollen wir mal sehen, wo die Maus ist. Ah, da kommt sie, da. Wir haben drin ein Suchfeld, man kann also Orte suchen, eine Navigation ist hinterlegt, wo er über andere, er geht beispielsweise über B-Router und sowas, da kommen wir auch gleich zu. Man kann sich registrieren und anmelden. Wenn man Daten nutzen will von OpenStreetMap, muss sich niemand registrieren. Das geht alles anonym. Das ist nur in dem Moment, in dem man an der Karte mitarbeiten will, muss man sich registrieren, damit man einfach weiß, wer was gemacht hat und denjenigen gegebenenfalls auch ansprechen kann, nachfragen kann, warum. Dann, ja, vergrößern, verkleinern, das ist, wir haben mehrere Ebenen hinterlegt. Da kommen wir auch gleich noch zu, das ist unter anderem Verkehrsmittel und Fahrradwege und all sowas. Dann eine Legende ist sogar noch mit drin. Man kann die Karte teilen. Das heißt, wenn ich hier drauf klicke, dann bekomme ich einen Link angezeigt, den kann ich kopieren. Wenn ich den irgendjemandem per E-Mail schicke oder sonst irgendwie zukommen lasse und der klickt auf den Link, sieht er genau das Bild, das ich jetzt auch sehe. Des Weiteren kann man hier Fehlermeldungen eingeben. Man kann also hier draufklicken, dafür muss man sich auch nicht anmelden. Dann geht hier also ein Marker auf und dann kann man in ein Textfeld reinschreiben, was einem an der Stelle nicht gefällt. Und irgendwann sieht das ein Mapper und wird es korrigieren oder sagen, nö, war so in Ordnung. Oder manchmal liegt es sehr lange, manchmal geht es sehr schnell. Das hängt auch ein bisschen von der Gegend ab, wo man ist, wie aktiv die Leute sind. Hier kann ich noch Daten abfragen, das ist so ein bisschen was für Spezialisten. Dann kommen wirklich die Rohdaten, die an der Stelle hinterlegt sind, heraus. Das ist jetzt eine andere Karte, das ist also im Prinzip die gleiche Seite. Diese Karte hat auch eine eigene Homepage, die ÖPNV-Karte, wo also Verkehrsmittel hinterlegt sind. Das geht so weit, dass in den Daten die Farben der Verkehrsmittel, mit denen die im Schema angezeigt werden, also in Hamburg beispielsweise hat jede U-Bahn ihre Farbe, in Berlin auch. Diese Farben sind hinterlegt in den Daten und es gibt Navis, die beispielsweise, wenn man jetzt unterwegs ist, die U-Bahn genau in derselben Farbe dann anzeigen. Also man steht jetzt beispielsweise im Eingang und sagt, welche U-Bahn ist denn das? Ach, die gelbe. Nee, die brauche ich nicht. Oder ist es die richtige? Ne? Das ist also sehr praktisch, wenn man gerade so in der Innenstadt irgendwo ist, wo auch ein paar U-Bahn-Stationen mehr dann da sind. Ah, jetzt. Was haben wir noch? Ach ja, das ist beispielsweise eine Sache, die der deutsche Stil auf openstreetmap.de, der versucht,
weltweit die deutsche Bezeichnung sichtbar zu machen. Also wenn man jetzt auf OpenStreetMap.org sich den selben Abschnitt ansieht, das ist Japan, rechts das ist Tokio, dann sieht man wirklich nur die japanischen Bezeichnungen. Und es sind bei vielen Städten in vielen Sprachen die Namen der Stadt hinterlegt. Und der versucht also beispielsweise den deutschen Namen rauszufinden, wenn der nicht da ist, zeigt er den englischen Namen, wenn er auch nicht da ist, dann gibt es halt die örtliche Bezeichnung, die man halt nicht immer lesen kann. Griechenland geht es vielleicht noch einigermaßen, aber da schnallt man dann ziemlich ab. Ein Beispiel für eine Wanderkarte, Reit- und Wanderkarte in dem Fall, also er hat da Reitwege drin, Wanderwege, auch Radwege. Sieht man da vielleicht auch, das geht so weit, dass hier also, wo bin ich denn da? Da also entsprechende Markierungen, Weg für Fußgänger und Radfahrer gemeinsam. Oder hier beispielsweise die Wegweiser. An dieser Stelle steht in der Realität auch ein Wegweiser. Selbst die Wegweiserbeschriftungen sind in der Regel irgendwo hinterlegt. Das ist immer eine Frage, ob man es auswertet. Ui, schnell. Was man machen kann, beispielsweise im OpenStreet-Browser, der hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Google Maps. Nur er drängt an die Tags nicht auf, sondern man muss dann sagen, Gastronomie interessiert mich, das ist in diesem Fall jetzt angeklickt, das ist hier in der Gegend, zwei Lokale. Da kann man, wenn es hinterlegt ist, auch die Öffnungszeiten abfragen, teilweise sogar die Speisekarten hinterlegt, das kommt immer darauf an, was die Mapper mit der ganzen Sache machen. Man kann also immer wahlweise poppen diese Läden dann auf, aber man hat nie diese Übersicht, der am meisten zahlt, der hat auch die größten Markierungen. Dann, das ist die 3D-Karte, das Kieler Rathaus. Man kann in den Beschreibungen der Gebäude entsprechende Tags hinterlegen, also Wertepaare, die Gebäudeform und Farbe beschreiben. Gebäudehöhe und ähnliches. Und das sieht man hier, dass einzelne Gebäude höher sind als andere. Da gibt es, die Karten gehen in der Regel bei und machen eine Standardhöhe, wenn nichts hinterlegt ist. Dann kommt das Gebäude, so wie es der Grundriss ist, wird es in 3D gezeichnet. Wenn jetzt eine Höhe hinterlegt ist, dann wird die Höhe berücksichtigt. Und je mehr Text drin sind, beispielsweise Dachformen, Türme und so weiter, wird versucht, das möglichst realistisch nachzubilden. Das ist natürlich lange nicht fotorealistisch oder so, und da sind wir noch weit von entfernt. Aber das ist also eine eigene Wissenschaft. Ich weiß, dass es das gibt. Wie es geht, erschließt sich mir persönlich auch nicht so. Aber schon interessant. Ich weiß beispielsweise, der in Hamburg die Elbphilharmonie ist hinterlegt. Die Michaeliskirche ist relativ gut geworden. Also schon sehr interessant. Das ist ein Beispiel für eine Seekarte. Wir haben also auch Seekarten. Das ist ein extra Team, die sogenannte OpenSeaMap managt. Das Banang dazu ist die Freie Tonne, die gibt es auch noch. Diese Projekte haben ganz normal in der OpenStreetMap-Datenbank auch ihre Tags drin, ihre Markierungen. Und es läuft zurzeit ein Projekt, das läuft auch schon länger, wo sie versuchen, möglichst viele Wassertiefen zu bekommen. Das ist natürlich so nicht so einfach, man hat ja auch nicht diese Schiffe mit 10 Auslegern, die dann da so einmal rüberfahren, wie das BSH die hat. Aber es gibt ein Modul, das kann man an Bord nehmen, das wird zum Selbstkostenpreis verkauft. Der wird angeschlossen an das GPS und an das Echolot. Und der registriert also Uhrzeit, dann hat der Kränkungsmelder, dass er also auch die Lage im Raum berücksichtigen kann. Wenn das Schiff jetzt beispielsweise schräg liegt, dann ist ja der Echolotstrahl woanders. Er berücksichtigt natürlich die Uhrzeit, wird mit reingerechnet. Und die Daten können hinterher ausgewertet werden. Dann wird anhand der Uhrzeit und der Position der Wasserstand berücksichtigt, der davon wieder abgezogen werden muss, dass ich also dann auf eine Nulllinie komme und kann an der Stelle die Wasserlinie bestimmen. Es geht in der Kieler-Förde ist schon einiges an Daten da. Das BSH hat dazu gesagt, also das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, dass das gar nicht so sinnlos ist, das Ganze. Denn einmal ist es so, dass gerade in der Nordsee nach jedem Sturm die Karten nicht mehr stimmen, weil die Sandbänke verlagert werden. Und wenn da einer längs gefahren ist und die stellen fest, oh Mensch, was hat der denn da gemessen, da müssen wir mal hin.
Das ist die eine Sache, dass also die Daten sehr aktuell kommen. Leider im Moment noch von zu wenig Schiffen. Das wäre auch in der Handelsschifffahrt beispielsweise möglich. Und eine zweite Sache ist, dass nicht jedes Land seine Küsten wirklich vermisst. Es gibt also gerade in den Entwicklungsländern viele Küsten, die ja, nur rudimentär vermessen sind, bis gar nicht. Und wo über diese Werte, sagen wir, Informationen vorliegen, die immerhin, jede Information ist besser als gar keine. Auch wenn es vielleicht nicht flächendeckend ist. Ja, dann eine interessante Sache, die hatten wir auch auf der Maker Faire in Hannover. Ich weiß nicht, ob jemand da war. Das ist eine Anwendung, mit der man sich einen Plan als PDF erstellen lassen kann, der anschließend ausgedruckt werden kann, wenn man ihn irgendwo drucken möchte. Das geht in jedem Papierformat. Man muss das Format einfach angeben und es geht über A0 oder auch A4, wenn man das selber ausdrucken möchte. Und das Besondere daran ist, man kann auch einen ganzen Atlas ausdrucken. Man kann also beispielsweise sagen, ich hätte gerne ein bestimmtes Gebiet, das ziehe ich dann auf, das fragt er ab. Ich kann auch eigene Daten noch mit hochladen, die ersetzt er dann mit rein, beispielsweise meine letzte Urlaubsreise oder sonst irgendwas. Und kann dann ihm sagen, ich hätte gerne einen Atlas oder sonst irgendwas. Wenn ich einen Atlas wähle, wie in diesem Fall, dann kommt ein Titelbild, dann kommt eine Auswahlseite, wo also hier beispielsweise, wo ist die Maus? Immer noch da? Nee. Augenblick. Dann kommt eine Seite. Egal. Hier. Wo, ich weiß nicht, ob das so zu erkennen ist, wo die ein Übersichtsblatt ist, wo ich weiß, wenn ich da drauf gucke, aha, auf Seite 5 oder Seite 20 ist meine Adresse etwa so der Bereich, den ich suche. Man kann noch ein Straßenregister mit reinsetzen, der dann entsprechend auch die Seitenzahlen hat, die entsprechenden Suchregister. Ja, eine eigentlich sehr praktische Sache. Dann, man kann für Garmin-Navis Karten runterladen, da gibt es verschiedene Anbieter. Für Fahrräder beispielsweise die Open Topo Map, das ist der eine Anbieter. Dann gibt es die Freizeitkarte, die auch wirklich so heißt. Die Velo Map, in der Velo Map ist es sogar so, dass man die Garmin-Dateien, diese Image-Dateien, noch wieder konfigurieren kann mit verschiedenen Style-Files, die man auch wieder verändern kann. Das ist also. Ich habe mir das durchgelesen, das hörte sich sehr interessant an, aber da muss man sich wahrscheinlich ziemlich reinfuchsen. Aber dann kann man die Ansichten auf seinem eigenen Garmin beeinflussen und sagen, ich hätte das gerne in der und der Form dargestellt. Was außerdem geht, es gibt vorgefertigte Karten für das Web. Ein Beispiel ist UMAP. Das ist ein französischer Anbieter, meine ich, der eine sehr große Anzahl von Hintergrundkarten anbietet. Da kann man dann die Hintergrundkarte auswählen, da kann man eigene GPS, also GPX-Files noch hochladen, die dann mit angezeigt werden. Und man kann eine Menge von Objekten in dieser Karte platzieren. Und diese Karte ist allerdings dann eine Webkarte, das heißt, man kann sie auf die eigene Homepage setzen. Das ist, soweit ich weiß, das ist auch alles kostenlos. Jedenfalls, wenn der Traffic einigermaßen im Rahmen bleibt. Ich habe das so verstanden, dass die das hosten, ich meine, das ist so. Man kann, müsste die Karte auch kopieren können, das müsste eigentlich gehen, dass man sie selber runterladen kann. Und dann muss man sie natürlich selber hosten. Die Karte ist im Internet dann verfügbar und kann eben entsprechend in eine entsprechende Anwendung eingebaut werden. Dann kann man Karten komplett selbst entwickeln. Das Beispielprogramm dafür ist QGIS. Es gibt mehrere Programme, die das können. QGIS ist das umfangreichste und anspruchsvollste, wo man wirklich alle Freiheiten hat und auch sieht, was man tut. Das ist also, what you see is what you do, oder umgekehrt, what you do, ist egal, jedenfalls man sieht, was man tut. Für die Navigation online, OpenStreetMap.org, das haben wir eben gesehen. Offline gibt es die wahrscheinlich noch mehr Anwendungen. Das sind so die interessantesten. Die sind online, offline. Die haben eine Homepage, auf der man navigieren kann. Man kann aber auch
das ganze Paket runterladen und auf dem eigenen Rechner installieren. Im Fall von Routine habe ich das selbst mal gemacht, das war sehr einfach. Der installiert sich praktisch selbst, lädt seine Daten selbst runter und funktioniert in dem Moment. Das ist eine sehr interessante Sache. Offline geht es auch, da gibt es einmal die Navigations-App Osmand für das Handy. Das ist eine Anwendung, die auch natürlich OpenStreetMap-Daten nutzt. Die, in der Grundversion ist sie kostenlos. Auf F-Droid ist es grundsätzlich kostenlos, auch die anspruchsvolle Version. Die Vollversion ist auf Android kostenpflichtig, kostet, meine ich, im Moment 30 Euro etwa. Aber nicht im Jahr, sondern einmal. Und dann kann man so viele Karten runterladen, wie man lustig ist. Die Karten werden einmal im Monat erneuert. Da kann man, also so mal, in der Regel macht man das gar nicht. Irgendwann lädt man mal runter, vielleicht wenn man eine Fahrt vorhat oder so, aber ansonsten, so oft macht man das gar nicht. Die bieten sogar an, dass man stündlich Updates bekommen kann. Das ist dann allerdings im Monat kostenpflichtig. Ich meine, das war so um 1 Euro oder so. Das war auch nicht so dramatisch, aber muss man überlegen, ob man es überhaupt braucht. Ach so, ich hatte noch eben vergessen. Für den Garmin, das hatte ich eben schon gesagt, das sind natürlich auch die Karten runterladbar. Das hatten wir eben schon gesagt, die Dateien. Selbst zu OSM beitragen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn jemand spenden will. Na, herzlich willkommen. Wobei es vielleicht sinnvoll ist, in Deutschland an den Foskis zu spenden, weil die in der Lage sind, auch Spendenbescheinigungen auszustellen. Man kann natürlich auch über die Homepage an die Foundation sprinten. Der Foskis ist die deutsche Vertretung von OpenStreetMap, ganz offiziell. Ist in der Foundation auch vernetzt und entsprechend Mitglied dort. Ist ein Verein, das hat sich so ergeben, die ist eigentlich ein Verein für freie und offene Software, Free and Open Source Software ist das ja, in grafischen Informationssystemen. Das heißt, die hatten ursprünglich jede Menge Software, hatten aber keine Daten. Und dann kam das Projekt OpenStreetMap und haben sie gesagt, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Wir haben die Software, ihr habt die Daten, beides frei. Und insofern sind sie, wie gesagt, jetzt die deutsche Vertretung. Dann, was man noch machen kann, Fehlermeldung auf OpenStreetMap.org eingeben, das habe ich eben erklärt. Dann gibt es eine App, die heißt Street Complete. Das ist eine App, die kann man auf dem Handy installieren. Der fragt das GPS ab und guckt einfach in der OpenStreetMap-Datenbank nach, was ist an der Stelle irgendwie unvollständig. Beispielsweise der Straßenbelag, der Fußbodenbelag auf dem Gehweg, die Anzahl der Parkplätze auf dem Parkplatz, irgendwas. Der guckt einfach nach, welche Tags gibt das und welche sind noch nicht vorhanden. Und dann geht er bei und sagt, sag mal, du bist ja gerade da, guck doch mal nach. Ne? Ich habe hier, kannst du mal was auswählen, dann bietet er einem so Icons an, da kann man dann draufklicken und dann kommt eine Frage. Und wenn man da gerade steht und Zeit hat, also was weiß ich, also ich kenne das beispielsweise, wenn man unterwegs ist, auf geschäftlich vielleicht unterwegs ist, abends, ja, alle Museen schließen um 17 Uhr, das ist sehr praktisch, weil man dann, dann auch frei hat. Und alle wundern sich, dass da keiner reingeht, das ist kein Wunder. Aber ja, was wird in der Regel gemacht? Man isst noch was und dann vor die Glotze. Und so kann man praktisch einfach mal spazieren gehen und sagen, Mensch, ich guck mal, was ist denn hier? Oder dann frage ich auch beispielsweise, ein halbes Jahr war keiner mehr an den Öffnungszeiten dran. Stimmt das überhaupt noch? Oder ist die Kneipe noch da? Und all solche Sachen. Und das kann man dann so in aller Ruhe dann so durchs Dorf gehen oder durch den Ort, wo man gerade ist und das beantworten. Hilft immer, die Datenbank aktuell zu halten. Das ist ja das zweite Problem, das wir haben. Nein, unabhängig. Das ist eine völlig unabhängige App. Im Osmand kann ich auch Daten eintragen, das ist im Prinzip richtig, aber dieses ist eine unabhängige App, die hat mit Osmand nichts zu tun. Des Weiteren gibt es einen Editor, der auf der Webseite direkt verlinkt ist, der ID. Achso, für das Free Complete, ab der Stufe muss man sich dann registrieren, weil man ja an den Daten was ändert. Der ID-Editor ist für Anfänger relativ gut geeignet, gerade wenn man, es ist empfehlenswert, wenn man jetzt anfängt, dass man nicht gerade in der Innenstadt anfängt, wo ich weiß nicht, wie viele Buslinien als Relationen drin sind und die U-Bahn da durchfährt und alles Mögliche, sondern lieber mal so im Außenbereich, wo eine ruhige Wohnstraße ist oder so und da einfach mal guckt,
vielleicht filtern, Halteverbot oder sonst irgendwas, und sich so langsam an die Sache ran orientiert. Der ID ist, wie gesagt, für Anfänger ganz gut. Er kann inzwischen auch eine ganze Menge. Aber wenn man jetzt tief einsteigen will, dann gibt es noch den JOSM. Das ist eine Software, ein Editor, der auf Java basiert, also in jedem Betriebssystem einsetzbar ist. Der läuft lokal, lädt einmal, man kann also einfach sagen, ich möchte das Gebiet bearbeiten, lädt da die Daten runter, gibt dann seine Änderungen ein, guckt, was man alles machen will und lädt dann die ganzen Kram wieder hoch. Dabei sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen, weil die Kollegen sind auch am Arbeiten. Und damit nicht der Letzte mit seinem Upload gewinnt, gibt es da immer auch Konkurrenzabfragen. Das heißt, wenn an den Daten jetzt inzwischen was geändert wurde, dann kriege ich eine Meldung und muss dann sehen, was haben die denn da geändert oder so. Dann wird es schwierig. Deshalb also sich nicht zu viel Zeit lassen mit sowas und keine zu großen Gebiete gleichzeitig bearbeiten und anfangen in ruhigen Gebieten. Man kann auch jederzeit nachfragen. Das Wiki ist die Bibel, könnte man sagen. Da steht praktisch alles drin. Da sind auch alle Adressen drin von irgendwelchen zusätzlichen Foren oder Mailinglisten und ähnlichem. Dann auf wiki.openstreetmap.org gibt es noch einen Hilfe-Button, den kann man auch anfragen. Der wird auch beantwortet in sehr vielen Sprachen. Da sind ganze Teams bei. Und ja, das unterste ist meine Adresse, da kann man auch nachfragen, wenn man noch eine Frage dazu hat. Und ja, das war schon schneller, als ich dachte. Wenn Fragen sind, gerne. Ja. Ja, tatsächlich, also eine kurze Anmerkung zum ja. Zu dem zur Ergänzung, was war das? Ja. Das auf dem Handy läuft. Ach so, der Osmand oder der Street Complete. Street Complete. Street Complete hat totalen Suchtfaktor. Ich konnte nicht mehr aufhören. Also ganz gefährlich. Also es gibt hier in der Umgebung tatsächlich jede Menge Fragen. Also in einer Viertelstunde können die Geras hier noch deutlich beitragen. Es ist nur halt mal bei den Filmen, dass da rauskämen und ja, ich habe es auch. Also besser nicht nutzen. Das Ganze hat sowieso Suchtcharakter. Ich bin ja seit 2008 dabei. Und da war das also so, dass man noch Landesstraßen nicht drin hatte. Und dann hatte ich die Karte auf dem Garmin mit allen Daten, die wir hatten. Und dann losgefahren, oh, die Straße ist nicht drin. Wumms, durchfahren, ne? Antenne auf dem Dach. Und dann sieht man ja den Strich, der sich dann auf dem Garmin, so als erster Strich in der Landschaft, habe ich in MacPom einiges noch gemacht. Und ich bin auch in einen Ort gekommen. Ich habe gedacht, da hinten ist eine Kirche, was macht denn da eine Kirche so alleine in der Gegend? Das war ein großer Ort. Der war überhaupt noch nicht da. Und dann, aber Parkplatz, Navi raus und dann mit dem Garmin die ganzen Straßen abgelaufen und solche Sachen. Also das hat man heute natürlich nicht mehr. Heute ist es so, dass da aus Verzweiflung schon die Hundekottütenspender gemappt werden. Also das ist wirklich so. Ja, gerne. Es waren jetzt ganz viele Apps angewendet. Ach so, ja. Ich habe einen Zettel mit, einer Liste mit, können wir gleich noch verteilen. Können wir gleich machen. Es scheint nicht irgendwie so eine Gesamtübersicht zu geben, oder? Es steht alles im Wiki, alles. Man muss es natürlich suchen. Na? Und finden, klar. Und über Google findet man auch einiges. Aber wie gesagt, im Wiki ist praktisch alles irgendwie vorhanden. Man muss dann immer gucken, man entdeckt immer wieder neue Seiten und es wird ja ständig was geändert. Aber da ist schon also praktisch alles drin. Aber da kann ich gleich mal gucken, ich habe das hier. Schauen wir mal. Also ich habe hier gerade den ersten Codetypenspender. Ja, das glaube ich. Ja, ja. Gibt es das noch, glaube ich, die Frage? Ja, ich weiß auch, wer damit angefangen hat. Das war ein Kollege aus Lübeck. Ja, gerne. Wie aktuell ist das Ganze? Da vorne waren die U-Bahn-Karten und sowas angesprochen. In Hamburg haben wir gerade eine Sperrung einer U-Bahn. Das ist drin. Das ist die Frage. Also, ist drin. Ist das immer relativ aktuell? Es kommt drauf an. Wir haben eine Regel, dass eine Baustelle dann eingetragen wird, wenn sie länger als ein halbes Jahr ist.
Für kürzere Distanzen hat man Verkehrsnachrichten oder sonst irgendwas. Weil wenn jemand eine Karte runterlädt, jetzt die Daten runterlädt und da eine Karte draus machen will, dann ist es relativ ungünstig, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Baustelle, die eine Woche besteht, da jetzt markiert ist und ja, dann steht er da mit seiner Karte und fragt, was soll das? Deshalb also ungefähr so, das ist so die Regel. Halbes Jahr. Was kürzer ist, wird in der Regel nicht eingetragen, was länger ist schon. Ja, gerne. Mein Eindruck ist, wenn ich zum Beispiel so eine App wie Komoot benutze, Ja. die basieren doch auch auf diesen Daten, oder? Also Ja, das auch. Woher nimmt sich Komoot diese Idee mit dem Geschäftsmodell? Das finde ich eigentlich mal ein interessantes Gespräch. Wie die genau ihr Geld verdienen, weiß ich jetzt auch nicht. Sind die Karten kostenpflichtig von Komoot? Ist das kostenpflichtig, der Dienst, Komoot? Nur wenn man die Karten offline haben will. Aber es kostet dann auch einmalig 30 Euro. Aber ja, dann viel. Die Ja. Daten ausweisen und die dann irgendwie extrahieren, aus diesen Daten sind. Und die Das ist sozusagen die Leistung. Genau. Und das ist praktisch so, dass nur der Datenbestand für die Karten aus den Türen, aus dem freien Projekt genommen wird, aber diese Aufbereitung für den Ja. speziellen Zweck eben auch Arbeit macht. Und wenn man das kommerziell betreibt, dann muss das halt bezahlt werden. Ich finde das okay. Es ist ja auch von der Lizenz absolut okay. Also man kann die Daten für jeden Zweck einsetzen. Man darf es verkaufen. Das ist nicht verboten. Na, das ist nur natürlich die Frage. Im Prinzip kann man einen Ausdruck von der Grundkarte verkaufen, wenn man jemanden findet, der es kauft und nicht weiß, dass er es auch selber machen könnte. Es ist mir beispielsweise auch passiert, dass ich bezahlt wurde dafür, dass ich die Gartenschau in Hamburg eintrage. Wir waren bei denen und haben gesagt, ja, ach nee, ja, das müsst ihr am so machen, dann könnt ihr da und euch anmelden. Oh Gott, können wir jemanden bezahlen, das macht? Ja, das ist im Zweifelsfall einfacher. Ja, so ungefähr, ne? Gibt es Arten von Daten, die irgendjemand für sensibel hält Ja. und nicht möchte, dass sie von dem Projekt In eingetragen werden? ganz wenigen Ausnahmefällen. Ich denke mal so analog hier, Zugsimulatoren, Freunde, die Strecken nachbauen, die haben halt viele öffentliche Kataster der Deutschen Bahn genutzt, wo dann auch vielleicht Sachen veröffentlicht wurden, wo liegen welche Lichtwellenleiter und so weiter, also angriffssensible Punkte, wie sich Ja, das aufgestellt hat. Sie können im Prinzip eine Liste sämtlicher Signalkästen und so weiter bei uns runterladen. Das ist überhaupt kein Problem, das ist alles drin. Aber man muss immer überlegen, ich kann das ja auch in der Natur sehen. Das ist so ungefähr die gleiche Diskussion wie ich lasse mein Haus verpixeln, dann bricht da keiner ein. Na? Weil der Einbrecher sitzt da und sagt, ja, kann ich nicht einbrechen, das ist ja verpixelt. Ne? Dann breche ich beim Nachbarn ein. Also man muss dann überlegen, wenn derjenige da steht und halbwegs weiß, was ist, dann kann er da auch zugreifen. Das bringt wenig. Also was ich jetzt weiß, was nicht drin ist, sind Frauenhäuser. Na, um da nicht das zu fördern, obwohl auch die Adressen kriegt man irgendwie raus, wenn man es will. Gibt es da regelmäßig Anfragen von irgendwelchen Organisationen? Uns gefällt das nicht, dass du da bestimmt. Von Zeit zu Zeit ist es auch schon passiert, dass irgendwelche Landesnaturschutzämter oder so dann da Wege gelöscht haben und die haben dann gewaltig Ärger bekommen, weil das ist, sag mal, Datensabotage. Das ist sogar strafbar. Man kann diese Wege als nicht zu betreten markieren. Dafür haben wir Tags. Das kann man alles machen. Man kann sagen, Access no, also da darf keiner durch. Aber ein Weg ist ein Weg. Ja, also normalerweise sagen wir, was in der Natur da ist, was wirklich vor Ort zu finden ist, das kommt auch rein. Noch irgendwie? Eigentlich nur eine Frage. Du Ja. hast schon, wie gesagt, es werden ja immer mehr Daten. Ja. Füllstand. Wo ist da eine Grenze oder andersrum? Wie kann man das noch handeln? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist natürlich jetzt ganz subjektiv und falsch, die Ladezeiten werden immer länger. Nee, aber ich habe das manchmal tatsächlich den Eindruck, die Karten sind überladen. Ich kann ja selber wenig wegschalten oder kann mal nachlaufend wegschalten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es wird immer mehr Daten, die erschlagen. Habt ihr da irgendein Konzept, wie ihr das? Das liegt aber am Kartenanbieter. Das ist Aufgabe desjenigen, der die Karte macht, nicht Aufgabe desjenigen, der die Daten hat. Ja, jetzt auf der Webseite zum Beispiel.
Ja, dann müsste man sich mal melden bei denen, in die Mailingliste gehen und sagen, Freunde, das wird unübersichtlich, das Ganze. Aber wie gesagt, die Karten... Weltweites Projekt. Albern, wenn ich sage, was ja, man wundert sich, so groß ist das Projekt nun wieder nicht, wenn es um den Kern geht. Da kennt man sich. Ja, aber es gibt da jetzt nicht mehr Überlegung zu sagen. Also den Mülleimer neben dem roten Kotbeutelspender, den nehmen wir auch noch mit rein, aber was weiß ich, den Stock daneben nicht mehr. Gibt es da irgendwo so eine Grenze? Ja, das ist ja so, die stellen nicht alles da. Wir haben ja viel mehr drin, als die darstellen. Also selbst an der Grundkarte sind beispielsweise Haltestellen, glaube ich, gar nicht drin oder nur rudimentär oder nur in der hohen Auflösung. Verkehrsmittel selber gar nicht. Dann die ganzen Umsteigerelationen und was wir da noch alles haben. Also ich zeige das nachher noch so ein bisschen, da geht es auch um Abbiegeverbote und ähnliches, dass bei uns alles hinterlegt ist. Wir mussten also die IDs, also man muss dazu sagen, jedes Objekt, das bei OpenStreetMap eingetragen wird, bekommt eine eindeutige ID. Da gibt es die drei Datentypen, Weg, Punkt oder Relation. Und jedes Objekt bekommt eine eindeutige ID, die immer bleibt. So, und wenn jetzt ein neues Objekt eingetragen wird, bekommt es die nächste ID. Und so geht das immer weiter hoch. Und da sind die jetzt von 32 auf 64 Bit gegangen, weil es zu viel wurde. Also bei den Punkten hatten wir die Grenze erreicht. Da musste das tatsächlich das Datenformat geändert werden. Aber seitdem wird immer wieder, und es kommt noch was hinzu, wenn ein Datensatz geändert wird, dann wird der alte Datensatz nicht geändert und auch nicht rausgeworfen oder sonst was, sondern der bleibt drin. Und der geänderte Datensatz kommt mit der nächsten Versionsnummer rein, obendrauf. Das ist auch, wenn etwas gelöscht wird, das wird nie wirklich gelöscht. Es kommt obendrauf ein Datensatz, in dem drinsteht, dieses Objekt ist gelöscht. Wenn jetzt jemand beigeht, wir hatten mal so einen, der nannte sich Oberförster, der hat da wirklich dann also auch radiert. Ja, und dann hat man gesagt, okay, einmal revert, zack, alles rückgängig. Die Daten sind ja noch da. Die sind nicht weg. Er hat es dann auch irgendwann aufgegeben. Ja. Wo sammelt ihr denn diese vielen Daten? Es gibt ein... Nein, so groß ist das Projekt leider nicht, dass man sich sowas leisten könnte. Das sind in der Regel Unis oder irgendwelche Firmen, die was sponsern. Ich meine, ich weiß es nicht, das ändert sich auch ab und zu. Also früher war es so, dass die Server in England standen, in einer Universität. Und die haben nur gesagt, auch das bisschen, was ihr da habt, das merken wir gar nicht. Auch der Traffic. Es ist, bei uns ist auch der Traffic relativ reduziert. Es ist ein einziger zentraler Server, der alles macht. Der also sämtliche Daten sammelt. Anders geht es ja auch gar nicht. Ich muss ja die Daten, die konkurrierend erhoben werden, die müssen ja irgendwo zentral zusammenlaufen. Und dann gibt es jede Menge Software, die dabei ist, die Daten zu verteilen. Da gibt es also minütliche Updates, stündliche Updates und so weiter. Ich kann da zum Beispiel selber einen Server betreiben, der, ich sag mal, 20 Minuten hinter dem Originalstand hinterherhängt, wenn ich das will. Und da muss ich nicht jedes Mal die ganze Datenbank runterladen, die jetzt über 1000 Gigabyte hat, sondern ich kann dann jeweils Updates runterladen, die entsprechend dann eingebaut werden. Ich muss natürlich einen Rechner haben, der schnell genug ist, die Updates zu installieren, bis das nächste kommt. Ihr kommt tatsächlich mit dem aktuellen Datenbestand nur auf 1000 Gigabyte. Ja. Das sind ja numerische Daten, wir haben keine Grafiken. Ja, okay. Aber na? Ja. Ich habe die genaue Zahl, habe ich jetzt irgendwo, die könnte ich raussuchen. Wir reden von weltweit. Weltweit. Das ist natürlich nicht jedes Land so aufgelöst wie Deutschland. In Brasilien beispielsweise, da sieht es schon ganz anders aus. Da hatten wir beispielsweise eine Diskussion, dass jemand sagen wir, aus Deutschland dann per Satellitenbild in Brasilien gemappt hat. Und ich sage, oh, du kennst dich da nicht aus und lass das und so. Und dann meldet sich einer aus Brasilien und sagt, lass sie noch machen. Wir sind froh über jeden, der bei uns überhaupt was macht. Und wenn du eine Frage hast, stell sie. Und wenn du kein Brasilianisch kannst oder Portugiesisch, dann stell sie auf Deutsch. Wir haben genug Leute, die das verstehen. Werden gemappt, wenn sie sichtbar sind. Also auf irgendeinem Luftbild sieht man sie bestimmt. Und als das mit dem Verpixeln jetzt anfing, was ich meine ja auch ein bisschen schwachsinnig ist, man muss sich ja überlegen, ein potenzieller Gegner, der sitzt dann jetzt, oh, auf Google kann ich das gar nicht mehr sehen. Ich meine, die haben ja auch Satelliten und alles. Ne?
Das ist ein bisschen albern. Aber ich sage, ein Mapper hatte den Kommentar, ja, also wenn die das jetzt so machen, dann mappe ich das jetzt so, dass sie einen Streusand für den Winter anhand meines Mappings bestellen können. Das ist ein bisschen albern, das Ganze. Also wenn ich was wirklich geheim halten will, dann mache ich ein Dach drüber. Na, dann können es auch die anderen nicht mehr sehen. Kann man noch irgendwas? Gut. Ja, mir ist nicht ganz klar geworden, ja, wie das Verhältnis dieses Projekt zu Osmand eigentlich ist. Osmand ist ein Datennutzer. Wenn man so will, in Anführungszeichen ein Kunde. Die Daten sind natürlich alle kostenlos, man kann alles runterladen. Aber Osmand ist ein reiner Datennutzer, die sitzt in der Ukraine und ja, programmieren da vor sich hin. Und verkaufen das eben über das Internet. Aber das sind alles Datennutzer, auch Amazon oder... Wenn man in die App reingeht, man rein theoretisch auch die Möglichkeit hat, mitzuwirken. Ne? Man kann mappen über die App. Ja, das ist richtig. Nee, man kann es. Man muss sich nur anmelden mit seiner normalen Anmeldung, die man eben auch hat, um im Editor zu arbeiten. Das ist alles der gleiche Login. Und dann wird das zugeordnet. Das kann man ohne weiteres machen. Das habe ich auch schon gemacht. Findet da dann jetzt zum Beispiel in Krisengebieten, Kriegsgebieten auch Mapping-Aktivität statt? Russland, Ukraine, wird das vielleicht sogar bewusst zur Täuschung von irgendjemand eingesetzt? Ja, das wurde auch diskutiert. Ja, also ich glaube nicht, dass eine der Parteien das nötig hat, bei uns nachzugucken, wo Objekte sind, die es sich lohnt anzugreifen. Aber im Moment passiert da relativ wenig. Also in der Ukraine, die hatten auch darum gebeten, das im Moment mal ein bisschen in Ruhe zu lassen. Nur letzten Endes habe ich schon gesagt, also dann mappe ich eine Kommandozentrale mitten auf irgendeinem Acker, ne, und lasse die anderen dadurch die Getreideheime erschießen. Also die haben wahrscheinlich bessere Daten als wir. Um die Informationen in den eigenen Einheiten zu verteilen, weil OpenStreetMap ist eine funktionierende Infrastruktur, ja, die das... das ist im Prinzip richtig, aber ja, wie gesagt, was wirklich da ist, kann grundsätzlich natürlich auch gemappt werden, auch für den Zweck, ist richtig. Aber ich gehe davon aus, dass die selber Unterlagen haben, die wesentlich genauer sind. Die haben ja ihre Drohnen, mit denen sie unterwegs sind. Also ich glaube nicht, dass das wirklich ernsthaft eingesetzt werden kann. Hotspot-Karte, wo man so sehen kann, da ist jetzt gerade auf der Welt besonders viel Aktivität an Änderungen. Ja, gibt jede Menge an auch Statistiken und so. Auch man kann beispielsweise auch einen Schirm aufziehen und sagen, wer mappt in meiner Gegend? Ja, und was hat der verändert? Dass man dann gucken kann, was passiert eigentlich bei mir? Das ist so ein bisschen auch die Qualitätskontrolle, dass man eben sieht, was machen die anderen. Und mit der Zeit weiß man auch schon, bestimmte Namen, die kennt man, die sind in der Umgebung und die arbeiten gut. Also ich hatte beispielsweise als April-Scherz mal in Lüneburg reingesetzt, ich habe den Marktplatz gelöscht, das war so alles verkehrt. Da hat überhaupt niemand reagiert, die haben nur gesehen, ach, das hat der gemacht, der ist in Ordnung. Das ist natürlich wirklich gelöscht, aber es passieren auch manchmal Fehler, das ist mir in der Anfangszeit beispielsweise mal passiert, da habe ich mal eine Autobahnanschlussstelle rausgenommen, unwissentlich, indem ich einfach das Highway-Tag rausgenommen habe. Das war, ob jetzt der Editor Schuld hatte oder ich, das weiß ich im Nachhinein auch nicht. Jedenfalls war ich bei und guck, was ist denn hier in der Karte los? Da war auch noch relativ wenig los. Ich denke, was ist das denn? Das kann nicht sein. Wo ist denn das Auto? Guck da rein. Wer hat das denn gemacht? Oh, ich. Ja, passiert halt. Ne? Also Fehler passieren auch, ist völlig normal. Auch gerade bei Anfängern. Man kann auch ein Feld markieren, dass man möchte, dass das jemand mal überprüft, was man da gemacht hat. Es ist aber nicht wie in der Wikipedia, dass man die ersten 50 Änderungen absichern lassen muss. Und Relevanzdiskussionen haben wir kaum, also eigentlich gar nicht. Es heißt grundsätzlich im Zweifelsfall rein in die Karte, wenn es vor Ort zu sehen ist. Wir hatten dann natürlich auch Sachen, es gibt da so eine App, die jagen irgendwelche Geister oder so. Und
die treten besonders auf, wenn eine bestimmte Konstellation von Gebüschen und Ähnlichem vorhanden ist. Und dann tauchten diese Büsche plötzlich überall in unseren Karten auf. Dann haben wir erstmal geguckt, wer macht denn das eigentlich und warum? Und haben rausgekriegt, weil dann virtuell diese Geister erzeugt werden, die man mit dem Handy irgendwie erschießen kann. Ich weiß es nicht. Ich kenne diese App nicht so genau, aber da mussten wir dann auch erstmal ran und sagen, das geht nicht. Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Der Bund beispielsweise mit der Datenlizenz Deutschland hat uns explizit erlaubt, was die Lizenz eigentlich nicht hergibt, die Daten zu nutzen, weil die verlangen immer, dass die Quelle angegeben wird. Wenn wir jetzt, wenn irgendeiner bei uns eine Karte macht, dann hat er vielleicht 100 Quellen, aus denen die Daten stammen. Das ist unmöglich, die anzugeben. Die werden bei uns in den Change Sets nur hinterlegt. Also in den Änderungsdatensätzen steht dann irgendwo drin, die Daten kommen von. In Hamburg beispielsweise ist die Grundkarte 1 zu 5000 und die Vermessungsfotos der Stadt aus der Luft für uns freigegeben. Können wir benutzen. In Niedersachsen gar nichts. Schleswig-Holstein ist so, ja, ein bisschen, noch nicht ganz so viel, aber immerhin schon etwas. Berlin und Brandenburg sind ähnlich wie Hamburg aufgestellt. Es ist sehr unterschiedlich. Aber Rostock beispielsweise war Vorreiter, die waren mit der Erste, da waren wir von vornherein im Stadtplanänderungsdienst drin. Also so auf Gegenseitigkeit, das ist auch in Hamburg so. Der Landesbetrieb Vermessung hat gesagt, wenn ihr irgendwas seht an unseren Daten, was verkehrt ist, oder ihr seid ja vor Ort unterwegs, das ist ja der große Vorteil, sind viele vor Ort unterwegs, das Vermessungsamt hat die Leute nicht. So, wenn wir irgendwas sehen, was nicht so ist, meldet uns das, dann können wir es ändern. Und umgekehrt können wir eben die Bilder auswerten. Jetzt sollen wir, glaube ich, auch die Verkehrsfotos, also was ähnlich wie Street View hat Microsoft auch. Und das dürfen wir auch auswerten. Jetzt den Google nicht. Also Google schirmt sich da völlig ab. Umgekehrt haben wir Google auch schon mal erwischt, dass sie unsere Daten übernommen haben. Das war so eine Firma, die dann einfach gesagt hat, es ist ja einfacher bei OpenStreetMap zu malen, als alles zu erfassen. Dann hat Google allerdings auch das komplett gelöscht wieder. Also die nicht aktuell. Ja, wenn die Daten da sind, die sind ja in der Regel nicht da. Wir haben ja, könnte ich die einfliegen? Also OpenStreetMap gibt es seit 2000X, ich möchte aber, dass man auch in die Zeit zurückgehen kann, davor. Also auf einem eigenen Server selbstverständlich. Und das dann auch rüberlegen über die Karten oder die Karte als Grundkarte nehmen oder so, das geht alles. Aber jetzt im Nachhinein, weißt du, die Hammerburg oder sonst irgendwas reinfliegen, das geht nicht. Es gibt eine gewisse Ausnahme bei alten Eisenbahnstrecken, weil die teilweise auch noch sichtbar sind, weil man es noch so nachvollziehen kann. Da hatte in Lübeck jemand beispielsweise sich gewundert, wo kommt dieser Damm her? Das war so ein langgestrecktes Objekt. Gut, waren inzwischen Häuser reingebaut worden, aber es ging immer weiter. Da sage ich, hier war nie eine Eisenbahn, hier war nichts. Und dann haben wir da ermittelt und über Foren und alles Mögliche und dann nachher festgestellt, die hatten ursprünglich vorgehabt, die Eisenbahn an einer anderen Stelle über die Trave zu führen, haben da den Damm schon fertig gehabt, haben sich das aber anders überlegt und dann den heutigen Verlauf gebaut. Daher kam dieser Damm, der ist also nie benutzt worden. Aber der Damm ist tatsächlich auch wirklich da. Das ist also, das bei Eisenbahnstrecken sieht man in der Regel auch später noch den Verlauf, sei es ein Radweg oder... Das ist eigentlich nur in Ortslagen, dass da dann teilweise Wohngebiete oder irgend sowas drin ist. Ja, ich glaube...